Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drawny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind wieder in der Tiefenwindschlucht. Schön, freut mich. Ich liebe dieses WG. Beziehungsweise ich mag es sehr. So machen wir es mal so rum. Mal die Leute hier durchbuffen. Ja, hat sich bei mir was verändert? Das Einzige, was sich verändert hat, ich habe mir jetzt den Helm gekauft. Jetzt habe ich wieder den Zweierboni, da ich die Brust noch anhab. Die Handschuhe, die Set-Handschuhe, die hier habe ich abgelegt. Bläh. Den Helm habe ich ja dann getauscht. Ich verliere hier genau 500, fast 500 Mehrfachschlag. Das sieht man hier. Ich habe gebufft 17. Normalerweise hätte ich jetzt entsprechend mehr. Dafür habe ich jetzt aber viel, viel mehr. Ich habe deutlich mehr Tempo und ich habe noch ein bisschen mehr Mastery. Hier habe ich mehr Mastery, genau. Da auch, ja, ist entsprechend dann. Und ich habe auch mehr Crit, weil ich habe mir die Crit-Insignia, die blaue zumindest, geholt. Die epische will ich mir noch nicht holen. Hole ich mir irgendwann am Ende. Aber um zu probieren, ich weiß ja, dass Vielseitigkeit ist alles schön und gut, nur irgendwie ist das doch ein bisschen zu starr. Der Stat ist so extrem teuer. Ach, keine Ahnung, ich bin da wieder so ein bisschen unschlüssig. Ja, genau. Jetzt schon mal Kampfrostchen, super. Ach, naja. Ah, ich weiß ja, ich bin da immer unschlüssig. Oh, das muss ich ein bisschen hochschieben. Kleine Uni-Anpassung. So, jetzt ist es genau passend. Ach, ich weiß einfach nicht. So irgendwie, ich bin da wieder so unschlüssig. Keine Ahnung warum. Echt. Wahrscheinlich immer noch der Hand, weil mir die Standard-Play und so weiter, das Orthodoxe da überhaupt nicht gefällt. Da bin ich irgendwie lieber unorthodox. Keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Haben wir eigentlich einen Hexer? Nö. Das habe ich gar nicht geguckt. Okay, unser Team macht bis auf macht so einen durchschnittlichen Eindruck. Wenn wir die Leute mit viel und wenig live rechnen bei den Gegnern. Es ist ungefähr ähnlich. Oh, die haben vier Schuhe. Das ist ja schon wieder eklig. Vier Schurken. So, wo gehen sie alle hin? Okay, komm mit in die Mitte. Schauen wir mal, was wir reisen können. Da gehe ich nicht rein. Ich bin nicht lebensmüde. Haben wir eigentlich irgendwo hier eine Meile von denen? Bin ich mal zu Fokus. Der babbelt. Ja, ziehen wir mal CDs an jemand. Ist noch ein Stun. First Blood. Down, der Pally wird eh sterben. Da ich die Bubble schon raus. Das heißt, kein Handauflegen, kein Mini-Bubble. Nischt. Aber das wird schon weiter das sein. Killing Spree. Double Kill. Der Druide. Ist gleich ein Richtspruch drauf. Und nix da raus. Da krieg ich nicht. Tu einen Hexermaster an. Die kann man heilen. Jetzt kriegst du hier einen Kellen ins Gesicht. Wall an. Okay, mag mich nämlich. Ja, der nächste vier. Gehen wir direkt wieder ran. Jetzt ist noch ein Hunter dran. Ein Chemie ist das. Bubble habe ich, glaube ich, noch. Ja, die brauche ich auch jetzt. Das ist doch scheiße. Na gut. Was soll man machen? Scheiße, das war der Krieger, das war der Falsche. Vielleicht können wir den Typen kommen. Wie Leute sind denn jetzt? Jetzt können wir wieder abhauen. Nächste Mini-Bubble. Ja, komm, geh weg. CDs an. Danke fürs Hochhalten, wie auch immer mich da geheilt hat. Nö. Stun, den du verdient hast, kann ich dich umhauen. Dem Stun bestimmt. Killing Spree. Wo ist der Hunter? Wo ist der Hunter? Wo ist der Hunter? Hunter! Wahrscheinlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber. Nein! Da kommt der Schurke wieder. Mal Wall an. Wird wahrscheinlich eh nichts groß bringen. Ach du Scheiße. Die habe ich aber gerne. Okay, gut. Ja, die Zerg ist halt scheiße, wenn man den Zerg hier in der Mitte nicht gewinnen kann. Oder wenn man zu doof ist, weiß ich nicht. Tja. Das ewige Warten auf den Respawn. Das Rebuffen. Ja, Rebuffen. Ach ja, Klassik.
5-Minuten-Buff, sonst Balli. Das war schön, die 40 Leute als durchzubuffen. Und nein, wenn man alle 40 durch hatte, hat man nicht direkt von vorne buffen müssen. Da hatten die Buffs etwa noch 2 Minuten Dauer gehabt. Du siehst aus wie ein Bot, die so komisch da herkommst. Deswegen töten wir dich einfach mal. Okay, wir töten dich nicht, wir versuchen dich zu töten. Ich gehe mal inline und ziehen wir gleich die CDs an. Damit du gar nicht erst auf dumme Gedanken kommst, können wir dich töten. Wir versuchen es zumindest. Drecksau. Kommt der auch noch darüber? Stun mal dich, mal noch mal dich halt oben. Santoide. Wall an. Das war klar, dass die Dinger jetzt fliegen. Nehmen wir uns den Krieger hier vor, der Hexer ist eh weg. Bladestorm! First Blood! So, mal nachbuffen, nie das Buffen vergessen. Wenn mal Ruhepause ist. Gucken wir mal, können wir dem irgendwie helfen? So ein bisschen zumindest. Der Schurke da schon wieder. Einer von den 200. Feigtrickser. Jetzt bist du fällig. Gleich übernehmen, weil ich habe gerade schon auf den Darm geguckt. Nein! Darfst du sterben? Nein. Du auch nicht. Das ist der Rett. Gerade wenn die Schäme kommt, der muss sterben. Nein. Auch jedes Mal das Gleiche. Jetzt habe ich die Hand auflegen auf mich genutzt. Nein, du kriegst meinen Stun, mein Freund. Okay, wir sind weg. Die sind alle zu wahnsinnig. Die sind zu wahnsinnig. Nein, Schurke. Drecksack. Du wirst sterben. Der Cloak kriegt auch nichts mehr. Oh, 5K. First Blood. Danke, lieber Schurke. Dann wollen wir erst wieder hoch. Und Pet. Vorweg. So, nachbauen nicht vergessen. Ja, das sieht nicht so gut aus. Die haben alle... Oh, ich glaube, das BG fällt lieber Haus hoch. Schön, wie er zurückgeflogen ist. Komm her, du Arsch. Würde ich jetzt wenigstens umhauen. Du brauchst wahrscheinlich gleich wieder ab. Sag ich doch. Und meine Hexer killen. Vorausgesetzt, er heilt sich nicht 4 Millionen live gegen. Nein, habe ich ein Problem damit. Kein Mensch mag die Case. Das bringt dir nichts. Scheiß Pet da. Unglaublich viel. Männchen hinterher. Jetzt darf ich hier mich mit Pet prügeln. Hey, hier geblieben. Ist echt geil. Wahrscheinlich habe ich mehr geheilt als Schaden gemacht. Würde mich nicht wundern. Ja, kann ja den kleinen Buff wieder holen. War das Pet down? Ja, aber fast. Töten wir es schnell, komm. Dann Richtspruch ab. Nochmal ein Stun. Das Blazer Beast hat er schon benutzt. Jetzt haut er wieder ab. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Jetzt haut er auch noch im letzten Moment ab. Kein Chaos mehr hinten dran? Tatsächlich nicht. Ja, hallo Pit. Wir kennen uns ja schon. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, mit dem Druiden da. Nee, nee. Ich könnte ja mal woanders hingehen. Wäre auch mal eine Idee. Nee, wie wird das nix? Na komm her. Also entweder laggt der Typ oder der ist einfach mies. First Blood. Oh, obwohl. Das BG könnte vielleicht noch was werden.
Ich lasse mich zum Spacko. Ja, da kommt der Hexer wieder. Natürlich. Und noch der Holy Pally. Warum hat den uns hier nur diesen Effekt bekommen? Im Set Boli. Das ist total unnötig. Aber, oh, vielleicht hilft es ihm noch irgendwie. So, da bist du. Gut, dann zimmern wir mal auf dich ein. Jetzt kriegst du deinen Stun. Killing Spree. Doch, das ist der Holy Pally. Inline. Ach, scheiße. Können wir nicht noch drücken? Auch drücken. Feige Drecksau. Das ist gar nicht so dumm rumzuspringen. Ja, gut. Naja, denn der Destro hinten dran casten kann. Irgendwie war da auch nichts groß zu holen. Aber wir schlagen uns doch eben ganz gut. Immerhin. Buffs da nochmal. Geh mal dann hin, geh mal wieder in die Mitte. Was ist denn der DK? Ach, der ist da hin. Schutz, aber Schutz ist kein Ink. Nö. Schon jetzt seid ihr eigentlich. So einfach könnt ihr mich da nicht. Ne? Ist der Hexer? Ist der Hexer? Wird's wohl. Oh, die Wall an. Ja, natürlich, jetzt kommt der eine noch hinten dran. Arschlecken, Freunde. Oh Gott, das ist echt lame. Na komm, hopp. Komm her. Put, 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 put. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Da ist der Holy wieder. Greifen wir nur an, wenn er schon da steht. Na gut, wenn er AFK ist, ist mir jetzt auch egal, hat er Pech gehabt. First Blood. Schön liegen bleiben. Kennt er aufs Maul. Opferung. Eastern. Schon wieder ein 4. Sag mal, gibt's noch was anderes in dem Spiel? Ja, das war klar. Jetzt folgt das, kommt der nächste Chaos. Typ ist überhaupt nicht cool, der kann nur durchcasten. Aber gut. Na gut, Destros haben es eigentlich auch nicht so leicht. Wenn die ganze Zeit Milian einem stickt, im Idealfall hängt da so ein Schurke an und dran, dann viel Spaß. Durchziehen. Ja. Okay, gut, haben wir verloren. War jetzt auf. Ah, fand ich jetzt nicht so toll, das BG. Ja, gut, Damage, gut Heal wahrscheinlich auch. Ja, super. Zweite, das sagt schon alles aus. Naja gut, okay, was will man machen? Ich... Ja, gucken. Mal gucken, wie es nächstes wird. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare und so weiter. Ihr kennt den ganzen Quatsch ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.